Wir Cursilio-Mitarbeiter aus dem Erzbistum Hamburg grüßen euch alle von Herzen. Beginnen wir unseren Abendlob im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen aus dem Cursilio-Buch Nummer 44, Herr, fühl mich neu. Ich hoffte, ja, ich hoffte auf den Herrn. Er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Aus der Grube voll Schlamm und Grauen hat er mich heraufgezogen und befreit. Er stellte meine Füße auf Felsengrund und er hat meine Schritte gefestigt. Gott legte mir ein neues Lied in den Mund, ein Danklied für ihn, unseren Gott. Selig, wer auf Gott seine Hoffnung setzt, nicht traut seinen trügerischen Wunschbildern. Viele Wunder hast du gewirkt, du mein Gott. Deine Gedanken des Heils will ich verkünden. Zahlreiche Machttaten hast du vollbracht. Es sind mehr, als ich zählen kann. Opfer forderst du nicht, aber geöffnet hast du mir das Ohr. Ich spreche, ich bin gekommen, deinen Willen zu tun, macht mir Freude. Deine Weisung trage ich im Herzen, deine Botschaft des Heils verkünde ich allen. Von deiner Gnade und von deiner Treue erzähle ich vor der großen Gemeinde. Ich verberge sie nicht in meinem Herzen, sondern erzähle deine Treue allen Freunden. Jubeln sollen alle, die dich suchen, die sich freuen an dir und dir danken. Was mir aufhilft und mich aufrichtet, bist du. Dir vertraue ich, denn du bist meine Freude.
Du wirst den Herrn, deinen Gott, finden, wenn du dich mit ganzem Herzen und ganzer Seele um ihn bemühst. Wenn du in Not bist, werden alle diese Worte dich finden. In späteren Tagen wirst du zum Herrn, deinem Gott, zurückkehren und auf seine Stimme hören. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er lässt dich nicht fallen und gibt dich nicht dem Verderben preis. Und vergesst nicht den Bund mit den Vätern, den er ihnen beschworen hat. Wir singen aus dem Magnificat, Kursiljubuch, Nummer 116. Groß sein lässt meine Seele den Herrn. Alle Strophen. Festen Grund hast du meine Füße gestellt. Ich vertraue dir, dem Gott meines Lebens. Gott,
Wir vertrauen dir die Menschen an, für die wir jetzt bitten wollen. Inmitten einer unheilvollen Welt bitten wir um deinen Beistand für die Menschen, die von Krankheiten, besonders von Corona und von Armut bedroht sind. Wie Weihrauch steige mein Gebet zu dir auf, mein Herr und mein Gott. Inmitten unseres alltäglichen Wohlstandes leben viele so, als ob ihnen dies alles zustünde. Wir bitten für alle, die teilen wollen. Wie Weihrauch steige mein Gebet zu dir auf, mein Herr und mein Gott. Inmitten einer gewalttätigen Welt bitten wir für die Opfer von Bürgerkriegen und Konflikten, die ethnisch oder religiöse motiviert sind. Wie Weihrauch steige mein Gebet zu dir auf, mein Herr und mein Gott. Inmitten unserer Familien und Freundschaften bitten wir für die Menschen, die an der Last der Einsamkeit tragen. Wie Weihrauch steige mein Gebet zu dir auf, mein Herr und mein Gott. Wir bitten in Stille für die Menschen und Anliegen, die uns am Herzen liegen. Wie Weihrauch steige mein Gebet zu dir auf, mein Herr und mein Gott. Lasst uns beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Dazu stehen wir auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne uns und alle Menschen, die uns am Herzen liegen und diejenigen, die uns auf dem Magen liegen, der uns alle liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Dieser Segen begleite uns durch die Nacht und die kommende Zeit.